Das Kapitel zweitens beschäftigen wir uns mit dem Stoß zweier Massenpunkte. Ich habe hier geschrieben zentraler Stoß, habe ich dann eigens zentraler Stoß, schiefer Stoß. Dann lass uns mich überlegen. Habe ich dann nicht irgendwo schiefer Stoß auch? Naja, aber der Stoß. Ich schreibe lieber so, Stoß 2R Massenpunkte. Machen wir das so als Kapitelüberschrift. Und dazu habe ich zunächst einmal einen wichtigen Satz natürlich zu formulieren. Das ist der sogenannte Schwerpunktsatz bei der Bewegung zweier Massen. Ich habe es hier für zwei Massen im Raum angeschrieben. Der sogenannte Schwerpunktsatz, zu dem kommt man, indem man die Massen nimmt. Ich habe es vielleicht nicht so auf, auch wie da. Es seien zwei Massen im Raum, M1 und M2. Und die stehen unter der Wirkung von Kräften, die einerseits Aktions-Reaktionskräfte sind, zwischeneinander. Das heißt, ich werde da vielleicht diese blau zeichnen. Das sind zwei Kräfte, gleich groß, entgegengesetzt, gerichtet. Die eine heißt FI vom Körper 1 zum Körper 2 und die heißt F innere Kraft, die auf den Körper 2 wirkt und vom Körper 1 kommt. Es wirken also auf den Körper innere Kräfte und es wirken dann auch äußere Kräfte. Also irgendeine äußere Kraft, FA2, in der Regel schreibe ich da nur mehr die Werte hin und nicht die Vektoren, und das ist F äußere Kraft 1. Also es wirken auf M1 und M2 innere Kräfte, und von den inneren Kräften setzen wir voraus, dass das Gegenwechselwirkungsprinzip gilt. Das heißt, dass der Vektor F21 innere gleich minus Vektor F12 innere ist. Sie wirken also auf derselben Linie, gleich groß, entgegengesetzt, gerichtet. Und das ist ganz wichtig. Daneben wirken noch äußere Kräfte auf die beiden Körper, nämlich das F1 äußere und das F2 äußere. Und jetzt formulieren wir für beide Massen die Bewegungsgleichung. Nicht? Das ist das X1 und hier das X2. Vektor x2, dann heißt es M1, Masse mal Beschleunigung der Masse 1, x1, 2-Punkt, ist gleich Summe der Kräfte. Das sind die äußeren Kräfte, zwei wirken, die rote und die blaue Kraft. Das F Vektor F1 plus innere 1,2. Und für die Masse 2 heißt die Bewegungsgleichung mx2 mit 2 Punkten, Masse mal Beschleunigung, ist Summe der Kräfte. F äußere plus F innere 2,1. Und wenn man die beiden nun addiert, die beiden Gleichungen, dann sehen Sie, da steht hier M1 x1 2 Punkt plus, was will ich ignorieren? Scheinbar war es ja nichts. Plus M2 x2 2 Punkt ist gleich
F1 äußere plus F2 äußere plus F1,2 innere plus F2,1 innere. Und dann sehen Sie, weil ja das F2,1 minus F1,2 ist, fallen die inneren weg. Das ist das Um und Auf. Innere Kräfte fallen also heraus. Und man nennt das aus einem folgenden Grund jetzt den Schwerpunktsatz, weil wenn ich den Schwerpunkt zweier Massen, M1 und M2, bestimme, wo liegt der Schwerpunkt? Also, der Schwerpunkt der Massensumme, nicht? Wenn ich zwei Massen habe und die sind gleich groß, wo liegt der Schwerpunkt da mitten? Nicht? Wenn die eine doppelt so groß ist, dann liegt sie im Drittelpunkt zur größeren Masse. Und zu dem kommt man, indem man sagt, es ist das Summe M1 x1 plus M2 x2 ist gleich M1 plus M2, also die Gesamtmasse, mal xs. Das ist die Definition des Schwerpunkts. Die Schwerpunktskoordinate xs ist Summe aller mi xi durch Summe aller mi. Jetzt gilt das ganz allgemein. Also wenn Sie zum Beispiel haben, in der x-Richtung, wo ist der Schwerpunkt, also m1, x1, m2, x2, m3, x3, m4 plus und dividieren durch die Summe der Massen, dann bringt es ja xs aus. Nicht? Und das geht natürlich vektoriell genauso in der y- und z-Richtung. Und das bedeutet nun, wenn ich die Gleichung da zweimal differenziere, die obere, ne, da kann ich zwei Punkte drauf machen und sage M1 ist eine Konstante. 2 Punkt plus M2x2 Punkt ist gleich M1 plus M2xs2 Punkt. Differenzieren heißt immer den Ortsvektor. Nicht? Der Ortsvektor, die beiden Massen bewegen sich ja. Ihre Abstände ändern sich. Nicht? Sie bewegen sich irgendwie im Raum. Und Sie sehen, und das ist die linke Seite. Ich kann also für die linke Seite kann ich schreiben, Summe der Masse mal Schwerpunktskoordinate, zweimal abgeleitet, und dann steht rechts, F1 äußere plus F2 äußere und insgesamt können wir schreiben Summe M, Gesamtmasse, mal x Schwerpunktskoordinate 2 Punkt ist gleich Summe aller äußeren Kräfte, Fa über die i, wird summiert. Und das nennt man den Schwerpunktsatz. Der Schwerpunkt eines Systems von Massenpunkten bewegt sich so, als würden alle Kräfte in ihm angreifen. Und die inneren Kräfte spielen dabei überhaupt keine Rolle. Nun, äußere Kräfte. Für den Stoß bedeutet das jetzt, dass ja die äußeren Kräfte im Stoß weggelassen werden, weil sie ja gegenüber den inneren sehr klein sind. Ne? Wenn Sie sich vorstellen, die zwei Körper wirken jetzt mit der Kontaktkraft aufeinander, dann interessieren mich ihre Gewichte dabei gar nicht oder irgendwelche Reibungskräfte, die sonst noch auftreten. Die sind ganz uninteressant. Beim Stoß ist es so, dass die Kontaktkraft im Stoß ist eine innere Kraft. Und diese innere Kraft, die wirkt aber Aktio gleich Reaktio, die fällt heraus. Also gilt hier, wenn ich annehme, dass die äußeren Kräfte beim Stoß weggelassen werden, für Stoß sehr klein, ich schreibe ungefähr 0 gesetzt, weil die Kontaktkraft um so viel größer ist, dann ist meine Summe Fa ist 0.
Und ich sehe jetzt der Schwerpunktsatz da, Summe aller Massen mal xs Schwerpunkt 2 Punkt ist 0. Also beim Integrieren heißt es Summe der Massen mal x Punkt s ist konstant. Nun, das heißt ausgeschrieben m1x Punkt 1 für zwei Massen m2x Punkt 2 ist gleich konstant. Nun ist aber das genau der Impuls. P1 heißt ja Masse mal Geschwindigkeit plus P2 ist konstant und das ist das Impulserhaltungsgesetz. Impuls bleibt im Stoß erhalten für das Gesamtsystem. Also Gesamt, vielleicht soll ich da drüben schreiben, Gesamtimpuls bleibt erhalten. Und das ist ein ganz ein wichtiger Satz. Nicht? Beim Stoß zweier Körper bleibt immer der Gesamtimpuls erhalten, weil ja nur innere Kräfte wirken. Die äußeren werden vernachlässigt, weil sie klein sind. Und das bedeutet, dass der Impuls vorher gleich sein muss dem Impuls nachher. Gesamtimpuls, also Impuls vorher. Impuls vor dem Stoß ist gleich unser Gesamtimpuls immer gedacht, ist gleich Impuls nach dem Stoß. Ja. Die Kontaktkräfte beim Stoß, innere Kräfte, die keinen Einfluss auf die Schwerpunktbewegung des Systems haben, und die äußeren Kräfte werden in aller Regel vernachlässigt. Ja, für den Energiesatz, den habe ich auch dann noch angeschrieben, wenn man den Energiesatz formuliert für diese zwei Körper jetzt, dann muss man ja das Wegintegral bilden. Und das führt im Grunde genauso zum Energiesatz, t minus t0 ist gleich w. Wobei natürlich hier die inneren Kräfte sehr wohl Arbeit geben können, nicht? Also die inneren Kräfte, die Abstände werden ja geändert und die Arbeit der inneren Kräfte ist ja dann genau der Energieverlust eigentlich, der da auftritt. Ja. Ich möchte ihn aber zunächst einmal gar nicht formulieren, sondern wir gehen jetzt gleich einmal zum geraden zentralen Stoß, zweier Punktmassen. Es ist natürlich beim Stoß schwer, von Punktmassen zu reden, weil wir immer ja von Verformung reden und der Massenpunkt erleidet ja keine Verformung. Ja, der Massenpunkt ist ein einziger Punkt mit drei Koordinaten, sonst gar nichts. Und trotzdem müssen wir sagen, naja, wir stellen uns zwar für die Mechanik das als Punkt vor, aber für die Verformung müssen wir natürlich annehmen, dass sich diese Punkte auch jetzt noch verformen können, um da zu Kräften zu kommen.